Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir denn die besten Elektrofahrradtests. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Elektrofahrradtest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Profitte Herren Elektrofahrrad. Die München Elektrofahrrad Innovation von Profitte wurde als 28 Zoll E-Bike von unseren Testern ebenso ernst unter der Lupe genommen. Der Mittelmotor, der in der Prüfung Gebrauch machte, bot eine hervorragende Leistungshilfe und hatte auch die Fähigkeit zu fördern, obwohl er steilere Auf- und Abstiege von sich selbst hatte. Der wartungsfreie 13A Akku von Samsung mit einer Spannung von 36 Volt liefert ausreichend Strom für den Motor. Das Licht wird ebenfalls von dieser Batterie angetrieben, die die Nachfragen nach extra eifrigen Bibern beseitigt. Dies ermöglicht es Ihnen, das Licht in ständigem Verfahren laufen und sind auch ständig gut gesehen, wenn Sie halten. Der Multifunktions-Display-Bildschirm ist klar organisiert und kann vom Führungsrad aus ausgeführt werden. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Victoria E-Trekking. Die E-Trekking 5.8C ist, wie der Name schon sagt, ein Reiserad. Es verwendet ein oder mehrere andere einzigartige Attribute im Gegensatz zu verschiedenen anderen Wanderrädern. Eine einzigartige Funktion ist, dass das D-Sichten ganz ohne Bar auskommt und daher auch von Personen genutzt werden kann, die Probleme mit dem Heben des Beins haben. Es ist zusätzlich hervorragend für Rentner und auch Senioren, sodass sie im Alltag noch extrem mobil sein können, wenn das Fahren aus Altersgründen nicht erwünscht ist. Der Fahrzeugführer wird von einem Bosch-Motor bis zu 130 km vor dem erneuten Anschluss der Batterie gestützt. Wenn Sie nur das Fahrrad zum Kaufen nutzen, kann eine Batterie kostenbequem für eine Reihe von Tagen oder vielleicht Wochen dauern. Auf Platz 3 haben wir die Teutobox Enepedelec. Das D-Sichten von KTM ermutigte die Tester vor allem durch die erstklassigen Teile, die im Bau und Bau des Mazina Cross CX5 verwendet werden. Daher wurde zusammen mit einer Shimano Deoro XDM 8000 Schaltung eine Shimano RD-Gabel montiert. Der prominente und auch exzellente Mittelmotor Bosch kommt zum Einsatz, der sie mit einer Spannung von 36 Volt und einer Leistung von 250 Watt bis zu 80 Kilometern Länge unterstützt. Sowohl Fronte als auch hintere Scheibenbremsen sind aufgebaut, sodass sie ständig die volle Kontrolle über das rund 20 Kilogramm Elektrofahrrad haben. Üblicherweise ist mit diesem Fahrrad die Motorunterstützung bei 25 km / h versiegelt und hält sie auch nicht aufrecht, wenn Sie schneller fahren möchten. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Teutobox Enepedelec. Das Elektrofahrrad von Fischer liefert herausragende Innovation und Handwerkskunst. Es ist auf einem zeitlosen Damenfahrrad konzipiert und bietet einen extrem reduzierten Zugang und auch keine hohe Bar. Dieser Artikel nutzt einen Mittelklasse-Elektromotor, der in Mischung mit der Panasonic 10.5A Batterie sehr gut ausgeführt hat. Die Realität, die dieses Duo sehr gut koordiniert, zeigt sich zuletzt an der Realität, dass man je nach Fahrdesign bis zu 140 km mit einer Batteriegebühr zurücklegen kann. Nur wenige Entwürfe machen dies möglich, was darauf hindeutet, dass es tatsächlich in der Lage war, sich in Bezug auf seine Anordnung ziemlich deutlich von vielen Rivalen abzugrenzen. Das richtig gestaltete LCD-Präsent zeigt das gewählte Programm, den Batteriegrad, das AI, die Rate sowie viele weitere Informationen, die Sie während einer längeren Reise benötigen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die NCM Mushkova E-Bike. Als bestes E-Bike hat das D-Sichten von NCM tatsächlich dominiert. Mit einer Rahmendimension von 27,5 Zoll ist es am besten als Herrenfahrrad zu betrachten, aber viele dank der reduzierten Bar können zusätzlich von größeren Weibchen bequem genutzt werden. Der hintere 250 Watt Elektromotor hält ihnen eine Geschwindigkeit von 25 km/h. Daher gibt es für dieses D-Sichten keine Bescheinigung oder Steuerpflicht. Wenn man bedenkt, dass die elektrische Fahrradbatterie 13A Materialien entwickelt ist, die Version mit Hilfe des Fahrzeugführers auf Serie von 50 bis 70 km. Das Gerüst ist komplett aus leichtem Aluminium gefertigt und es werden auch hochwertige sowie zuverlässige Scheibenbremsen eingesetzt, was derzeit für Elektrofahrräder basisgrundlegend ist.
Da diese Bikes aufgrund der Innovation in der Regel über 25 Kilogramm ebenso eine hohe Bremsleistung ist erforderlich, um für eine gewisse Sicherheit zu sorgen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.